in etwa 3,5 bis 5 Minuten. Also erster Bahndienst heute und wir sehen schon eines der weiteren Autos kommen, nämlich den Audi S1, mit dem Walter Röhrl heute zweimal fahren wird auf diesem Geläuf. Dann im Anschluss, wenn er aus dem Ford Capri steigt, wird er mit einem Porsche fahren, nämlich mit einem Porsche aus 1970, bei dem er bei der Bavaria Rallye unterwegs gewesen ist, 4 Bestzeiten setzen konnte und dann leider mit einem Antriebswellendefekt ausgeschieden ist. Das war alles noch vor 1972, vor dem Start seiner Weltkarriere, die er nach der Olympia mit dem beeindruckenden Flügelwerk. 3 Showrunden gibt es jetzt von Walter Röhrl. Ich werde ganz ruhig sein während dieser 3 Runden, damit wir diesen Sound genießen können, diesen Speed genießen können. So, jetzt werden wir noch einmal geguckt, dass... Fahrschrei! Optimale Traktion. Und ein Pilot, ein Fahrer, der bereit ist, das alles perfekt umzusetzen. Thank you.
voll in seinem Element, Walter Röhrl. Der zweifache Rallye-Weltmeister, der vierfache Rallye-Monte Carlo-Sieger. Ja, auch dann später auf der Rundstrecke super unterwegs gewesen ist, mit ganz, ganz tollen Erfolgen. Ja, Applaus, Laura, Bede und sonst was für Walter Röhrl für diese Aufführung im Audi Quattro. Ja, super feine Sache, die wir hier miterleben durften. Gigantisch.